Sozialismus, Menschheitstraum für die einen, der große Schrecken für die anderen. Viele Geschichten ranken sich um den Sozialismus, aber was ist er überhaupt? Darum geht's in diesem Video. Herzlich willkommen in unserem neuen Format. Solltest du das ein oder andere Vorurteil über den Sozialismus oder die MLPD haben, dann stell's einfach mal zurück und hör dir im O-Ton an, was wir dazu zu sagen haben. Der Kapitalismus beruht auf der Unterdrückung und der Ausbeutung von Mensch und Natur. Heute besteht er in den meisten Ländern in seinem imperialistischen Stadium, also seinem letzten und höchsten Stadium. Das bedeutet, dass Monopole sich entwickelt haben, die auch die Arbeiter und die Natur anderer Länder ausbeuten. Imperialistische Länder streben nach ständiger Ausdehnung ihres Machtbereichs bis hin zur Weltherrschaft, weshalb es auch gesetzmäßig ständig zu Kriegen zwischen den verschiedenen Imperialisten kommen muss. Ein internationales Finanzkapital herrscht heute alleine über die Welt und ist auch nicht bereit, seine Macht mit irgendjemandem zu teilen. In Deutschland haben sich internationale Übermonopole den Staat vollkommen untergeordnet, die Organe von Finanzkapital und Staat sind miteinander verschmolzen und sie haben ihre Herrschaft über die ganze Gesellschaft errichtet. Heute besteht der Kapitalismus nur noch in Krisen. International gesehen destabilisiert sich der ganze Imperialismus beschleunigt. Bleibt er bestehen, dann hat die Menschheit keine Zukunft auf diesem Planeten und wird untergehen, entweder in einer globalen Umweltkatastrophe oder im barbarischen Dritten Weltkrieg. Doch zugleich sind die Möglichkeiten herangewachsen, alle diese Menschheitsprobleme zu lösen. Es müsste heute zum Beispiel kein Mensch mehr hungern. Der Kapitalismus und diese Macht- und Besitzverhältnisse sind deshalb zum entscheidenden Hemmnis für jeden gesellschaftlichen Fortschritt für die Menschheit geworden. Deshalb steht für uns fest, wir brauchen ein neues Gesellschaftssystem. Der Weg zum Sozialismus. Der Kapitalismus ist eine Klassengesellschaft. Er ist geprägt von dem Kampf zwischen Kapital und Arbeiterklasse. Die herrschende Klasse heute lässt sich nicht abwählen, sondern er muss revolutionär überwunden werden. Karl Marx hat deshalb schon gesagt, Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte. Der Sozialismus ist der nächste gesellschaftliche Schritt vorwärts. Die Damen und Herren dieser herrschenden Klasse sind übrigens auch die Erfinder des Antikommunismus. Seit 150 Jahren unterdrücken sie die Kommunisten auch gewaltsam und verbreiten alle möglichen Lügen und Halbwahrheiten über uns, nur um ihre Macht zu retten. Vielleicht wurdest du auch schon mal vor uns gewarnt, vor den Kommunisten oder vor der bösen MLPD. Unsere Antwort darauf ist, gib dem Antikommunismus keine Chance. Von der Utopie zur Wissenschaft. Seit es Ausbeutung und Unterdrückung gibt, träumen die Menschen von einer klassenlosen Gesellschaft. Es ist das Verdienst von Karl Marx und Friedrich Engels, dass sie aus diesem Traum, aus dieser Utopie eine Wissenschaft entwickelt haben. Lenin entwickelte diese Wissenschaft weiter im imperialistischen Stadium und führte die siegreiche Oktoberrevolution 1917 in Russland an. Der Sozialismus ist die Wissenschaft der Befreiung der Arbeiterklasse von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung. Übrigens, wenn ihr euch die Grundsätze von Marx und Lenin anguckt, dann merkt ihr auch schnell, dass in Ländern wie China, Kuba oder Nordkorea schon vor Jahrzehnten der Sozialismus verraten worden ist und das heute nichts mehr damit zu tun hat. Deshalb ist uns auch immer wichtig, vom echten Sozialismus zu sprechen. Die Diktatur des Proletariats. Der ein oder andere von euch zuckt vielleicht leicht zusammen, aber ruhig Blut, dafür gibt es keinen Grund. Es sei denn, du heißt Donald Trump oder bist Vorstandsvorsitzender von RWE. Karl Marx entwickelte das Konzept der Diktatur des Proletariats, das heißt der Herrschaft der Arbeiterklasse. Diktatur, wie meint er das? Eigentlich ganz logisch. Seit Jahrtausenden gibt es eine Klassengesellschaft. Sklavenhalter unterdrücken Sklaven. Die Feudalherren, die Könige und Kaiser unterdrücken die leibeigenen Bauern. Das Kapital unterdrückt die Arbeiter. Unser Ziel ist eine klassenlose Gesellschaft.
Es wäre aber eine Illusion zu meinen, mit einer Revolution geht man von einem Tag auf den anderen vom Kapitalismus zur klassenlosen Gesellschaft über. Funktioniert nicht. Deswegen hat Karl Marx das entwickelt, wir brauchen eine Übergangsgesellschaft, die selbst noch eine Klassengesellschaft ist. Und das ist eben der Sozialismus. Karl Marx sagte dazu, zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Die heutige Herrschaft oder Diktatur des Kapitals, also durch eine Minderheit, wird dann abgelöst durch die Diktatur des Proletariats, also der Arbeiterklasse, der Mehrheit. Die Arbeiterklasse wird dann mit ihren Verbündeten, die Intellektuellen, die Klein- und Mittelbauern, das ganze gesellschaftliche Leben umgestalten und die Gesellschaft nach vorne bringen. Nehmen wir zum Beispiel die Umweltfrage. Millionen Menschen sind bereit, alles zu tun, was für die Rettung der Umwelt notwendig ist. Doch egal, welche Regierung dran ist, egal wie viele Klimakonferenzen und noch was alles stattfinden, die Umweltzerstörung geht immer weiter, wird sogar noch schlimmer. Und warum? Weil die Monopole freie Hand haben. Ihre Diktatur ist absolut unantastbar. RWE, Daimler und so weiter, die können einfach machen, was sie wollen. Deshalb, wenn wir die Umwelt retten wollen, müssen solche Monopole von der Macht entfernt werden und unterdrückt werden. Wenn wir also die Umwelt retten wollen, dann wird das nur im Sozialismus, in der Diktatur des Proletariats möglich sein. Austausch und Produktion. Die Grundlage aller Gesellschaftsordnung ist, was und wie produziert und wie das Produzierte ausgetauscht wird. Soweit Friedrich Engels. Die Produktion ist heute im Kapitalismus gesellschaftlich organisiert, sogar in internationalen Produktionsverbünden. Doch die Gewinne und den Profit daraus eignet sich eine kleine Schicht privat an. Im Sozialismus werden die Produktionsmittel, also die Fabriken und die Maschinen, in gemeinsames Eigentum des gesamten werktätigen Volkes überführt. So wird der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung aufgehoben. Die Ausbeutung wird abgeschafft, die Produktionsmittel werden zu öffentlichem Eigentum. Dadurch stehen der Gesellschaft plötzlich gigantische Ressourcen zur Verfügung. Zu Zeiten des Sozialismus in China oder Russland waren so Investitionen in großem Umfang möglich, in den Gesundheits- und Umweltschutz, in die Allgemeinbildung, in Sozialversicherungsfonds und vieles andere, was die Menschen brauchen. Unser Ziel sind die Vereinigten Sozialistischen Staaten der Welt. Die verschiedenen Völker und Nationen arbeiten dann zum gegenseitigen Nutzen zusammen. Stärken und Schwächen, Besonderheiten, zum Beispiel in der Energieversorgung, können so ausgeglichen werden und sich gegenseitig unterstützt werden. Endlich ist Weltfrieden möglich. Während die Produktion heute hochorganisiert ist, herrscht auf dem Markt Anarchie. Warum? Jeder Kapitalist und jedes Monopol produziert Waren nur in seinem Interesse, strebt danach, den Markt oder sogar den Weltmarkt zu beherrschen. Gesetzmäßig entstehen Überproduktionskrisen, denn die Produktion wird schrankenlos ausgedehnt, immer mehr wird produziert, um maximale Profite zu generieren. Zugleich schrumpfen aber die Märkte oder stagnieren, weil wer soll das alles kaufen, wenn die Reallöhne sinken und es eine allgemeine Tendenz zur Verarmung der Arbeiterklasse auf der Welt gibt. Immer mehr Imperialisten streiten um diesen sich verengenden Weltmarkt. Wir wollen eine sozialistische Planwirtschaft. Anhand gesellschaftlicher Bedürfnisse werden zig Millionen Menschen Initiative entfalten und unter einheitlicher Führung daran arbeiten. Gesellschaftliche Aufgaben wie der Umbau des Verkehrswesens oder der Energieversorgung wird so gesellschaftlich geplant, es wird gesellschaftlich investiert und gemeinschaftlich daran gearbeitet, bis diese Ziele auch tatsächlich erreicht sind. Im Sozialismus wird die Ausbeutung der Lohnarbeit abgeschafft. Es gilt, dass jeder nach seinen Fähigkeiten mitarbeitet und entsprechend seiner Leistung am gesellschaftlichen Reichtum beteiligt wird. Die Gesellschaft sorgt darüber hinaus für alte, kranke und behinderte Menschen. Im Kommunismus gilt, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Die bürgerliche Staats- und Familienordnung und die Befreiung der Frau. Die kapitalistische Lohnarbeit funktioniert heute nur mit dem Gegenstück der bürgerlichen Staats- und Familienordnung. Denn der Staat heute ist eben nicht Vaterstaat, er ist auch nicht ein Sozialstaat und schwebt auch nicht über den Klassen neutral, sondern er ist der Dienstleister der Monopole und Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klasse.
Wie eben schon gesagt, ist auch der Sozialismus eine Klassengesellschaft. Das heißt, auch er braucht noch einen Staat. Dieser hat allerdings grundlegend einen anderen Charakter als heute. Lenin sagte, die Köchin muss lernen, den Staat zu führen. Immer mehr Menschen werden in die Staatsgeschäfte einbezogen und lernen, diese Gesellschaft zu führen. Zugleich wird es auch Aufgabe des sozialistischen Staates sein, die alten Nutznießer des Kapitalismus zu unterdrücken. Das heißt, die alten Kriegstreiber, die alten Umweltzerstörer, die alten Ausbeuter, Imperialisten müssen unterdrückt werden und daran gehindert werden, wieder die Macht zu erobern. Im Lauf der Zeit, über viele Jahre, über viele Kulturrevolutionen hinweg, stirbt der Staat ab und die Gesellschaft geht über in die klassenlose Gesellschaft des Kommunismus. Selbstorganisation der Massen haben dabei eine sehr große Bedeutung, wie zum Beispiel Gewerkschaften, die auch im Sozialismus ein politisches Streikrecht haben werden. Auch Frauenorganisationen, Jugendorganisationen, Umweltorganisationen und so weiter. Die marxistisch-leninistische Partei wird dabei eine führende Rolle einnehmen, weil sie alle Erfahrungen der Befreiungskämpfe der Arbeiterklasse theoretisch verarbeitet und die bewusstesten Kämpfer für den Sozialismus organisatorisch in ihren Reihen vereint. Im Sozialismus wird auch eine höhere Form der Familie und des Verhältnisses der Geschlechter zueinander entstehen. Erstens eine gesellschaftliche Produktion, die vollständig auf die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist. Zweitens die gleichberechtigte Beteiligung aller Familienmitglieder, je nach ihren Möglichkeiten, an der gesellschaftlichen Produktion. Drittens wird das Verhältnis ökonomischer Abhängigkeiten zwischen den Familienmitgliedern beseitigt. Viertens hört die Familie auf, die grundlegende Wirtschaftseinheit zu sein, auf der jedes persönliche Leben beruht. Und fünftens werden Hausarbeit und Kindererziehung öffentliche Aufgaben der Gesellschaft. So steht der Sozialismus für die Befreiung der Frau. Die Familie und persönliche Beziehungen beruhen dann auf Zuneigung und nicht auf wirtschaftlichen Abhängigkeiten oder patriarchalen Traditionen. Das wird ein weltanschaulicher Kampf, der über Generationen andauern wird, mit alten Traditionen und mit den Ketten der bürgerlichen Moral. Auch alle anderen Bereiche der Gesellschaft werden im Sozialismus revolutioniert. Das Gesundheitssystem, die Sozialfürsorge, das Bildungssystem, das Rechtssystem, die Kultur und vieles mehr. Die Altersvorsorge und die Kindertagesstätten werden für alle Mann kostenlos und entlassen somit die Frauen. Sexismus wird bekämpft, Frauenförderung ohne Quoten. Alles Rückschrittliche der alten Gesellschaft wird überwunden und bekämpft. Alle Errungenschaften der modernen Gesellschaft werden erhalten und weiterentwickelt. Die Jugendlichen werden herausgefordert, dem Volk zu dienen und Vorkämpfer des Neuen zu sein. Im sozialistischen China zu Mao Zedongs Zeiten gingen zum Beispiel Millionen Studenten und Schüler freiwillig aufs Land, um den Bauern Lesen und Schreiben beizubringen, sich selbst mit den einfachen Massen zu verbinden, arbeiten zu lernen, einen Beitrag zur Landwirtschaft und zum Umweltschutz zu leisten. Die Umweltfrage. Im Sozialismus wird ein Paradigmenwechsel unter der Leitlinie der Einheit von Mensch und Natur stattfinden. Der Kapitalismus wird uns ein schweres Erbe hinterlassen. Schon jetzt hat eine globale Umweltkatastrophe begonnen. Unumkehrbare Schäden sind an unserer Umwelt angerichtet worden. Deshalb werden nach der Revolution Sofortmaßnahmen notwendig sein, um die Menschheit vor den eingetretenen Schäden zu schützen und eine Kehrtwende in der Umweltpolitik einzuleiten. Bewusstseinsbildung und Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen, Überprüfung, was und wie produziert wird, Überwindung von gesundheits- und umweltschädlichen Produktionsmethoden, Einführung der Kreislaufwirtschaft, Dezentralisierung und Umstellung der gesamten Energieversorgung auf erneuerbare Energien, Befreiung der Naturwissenschaft und der Forschung vom Diktat des Profits, Schaffung von Millionen Arbeitsplätzen für die Rettung der Umwelt. Umweltverbrecher der heute herrschenden Klasse werden enteignet, zur Rechenschaft gezogen und sollen mitarbeiten, die von ihnen verursachten Schäden zu beseitigen. Der Klassenkampf im Sozialismus und der Weg zum Kommunismus. Alte Traditionen der kapitalistischen Gesellschaft wie Egoismus, Faulheit, Vetternwirtschaft, Karrierismus
werden Jahrzehnte, ja Generationen brauchen, um sie zu überwinden. Deshalb wird der Sozialismus ein groß angelegter gesellschaftlicher Klassenkampf um den gesellschaftlichen Fortschritt auf wirtschaftlichem, politischem, ökologischem, auf wissenschaftlichem und ideologischem Gebiet. In allen ehemals sozialistischen Ländern wurde der Kapitalismus wieder eingeführt. Um zu verhindern, dass das nochmal passiert, braucht die sozialistische Gesellschaft ein System der Selbstkontrolle. Was ist damals passiert? In der Wirtschafts-, Partei- und Staatsführung ist eine kleinbürgerliche Bürokratie entstanden. Das Parteiprogramm der MLPD beschreibt diese kleinbürgerliche Bürokratie wie folgt. Sie strebt nach persönlichen Privilegien, fördert Vetternwirtschaft und Karrierestreben, unterdrückt ehrliche Kritik aus der Partei und von den Massen, missbraucht ihre Machtbefugnisse aus egoistischen Motiven und tut sich durch eine inhaltsleere und unterwürfige, marxistisch-leninistisch klingende Phrasendrescherei hervor. Diese Erscheinungsformen der kleinbürgerlichen Denkweise werden heute vom modernen Antikommunismus irreführend gegen die Marxisten-Leninisten ins Feld geführt. Diese Schicht an kleinbürgerlichen Bürokraten übernahm nach dem Tod von Stalin in der Sowjetunion und nach dem Tod von Mao Zedong in China die Macht und sie stellten den Kapitalismus wieder her. Der Sozialismus kann nur mit einer proletarischen Denkweise aufgebaut werden, das heißt auf Grundlage von Selbstlosigkeit und echter Überzeugung. Wir haben uns als MLPD als Partei neuen Typs gegründet, haben uns Merkmale gegeben, wie wir arbeiten, um zu verhindern, dass künftig nochmal der Sozialismus verraten wird. Der Sozialismus ist die Zusammenfassung der fortgeschrittensten Ideen und Errungenschaften der Menschheit. Er ist kein ausgedachtes Schema und schon gar keine Gleichmacherei, sondern er wächst aus dem vielfältigen Leben und Kampf der Massen. Er ist der nächste notwendige gesellschaftliche Schritt vorwärts, in dem der revolutionäre Fortschritt der Produktivkräfte zum Nutzen der ganzen Gesellschaft in Einheit mit der Natur angewandt wird. Schritt für Schritt wird die tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und Frau erreicht. Die Trennung von Hand- und Kopfarbeit, von Stadt und Land wird überwunden. Die Nationen verschmelzen miteinander. Die Arbeit wird zum ersten Lebensbedürfnis. Laut Friedrich Engels ist der Kommunismus der Sprung vom Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit. So, das war's fürs Erste von mir. Im nächsten Film wird es um die Tatsache gehen, warum in allen ehemals sozialistischen Ländern der Kapitalismus wiederhergestellt wurde. Du willst mehr wissen? Dann lies nach. Schau dir außerdem weitere von unseren Filmen an. Sollte ich dich überzeugt haben, dann werde Mitglied in der MLPD oder dem Jugendverband Rebell. Ansprechpartner in unseren Ortsgruppen findest du unten in der Beschreibung. Außerdem kannst du auch hier auf unserem Spendenkonto spenden und damit unsere finanzielle Unabhängigkeit stärken. Vergiss auch nicht, diesen Film hier an deine Freunde weiterzuschicken, wenn du auch der Meinung bist, dass der Sozialismus es wert ist, diskutiert zu werden. Gib uns außerdem ein Like, abonniere unseren Kanal und wenn du über den nächsten Film informiert werden willst, dann klick auf die Glocke. Unterstütz uns so im Kampf gegen antikommunistische Algorithmen in den Social Media. Das war's von mir, alles Gute, wir sehen uns.